Wenn man als Deutsche in die Schweiz zieht und dort leben und arbeiten möchte, dann muss man sich auf ein ganz neues Krankenversicherungssystem einstellen. Und wie das Schweizer Krankenversicherungssystem funktioniert und auf was du als Deutscher oder als Expert hier achten musst, genau darüber werden der Fabio und ich im folgenden Video kurz sprechen. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und wie ihr im Intro schon erfahren habt, bin ich heute nicht alleine. Ich habe den Fabio neben mir, genauer gesagt den Finanz-Fabio, wie ihn seine Follower nennen. Und der Fabio wird heute ein bisschen was erzählen, wie das ganze Schweizer Krankenversicherungssystem funktioniert und auf was man achten muss, wenn man jetzt zum Beispiel als Deutscher in die Schweiz zieht und sich ja natürlich mit diesem System auseinandersetzen muss und welche Basics man auf alle Fälle wissen sollte und auf was man sonst noch so achten soll. Fabio, bevor wir da einsteigen in die Materie, erzähl doch mal kurz meinen Zuschauern hier, wer du bist, wo du herkommst und was du auch so beruflich machst, damit die Leute auch wissen, du bist jetzt nicht irgendeiner, so, der jetzt gerade mal hier vorbeigelaufen ist da vorne am Strand und ich gesagt habe, komm, wir machen mal ein Video, sondern dass du auch wirklich weißt, wovon du hier sprichst. Okay. Ich bin der Finanz-Fabio. Wir reden über Geld, das ist so mein Motto. Ich bin Finanzplaner aus der Schweiz, wohne in der Nähe von Zürich, in Lenzburg. Mhm. Ja, ich habe schon meine Berufslehre auf der Versicherung gemacht. In der Schweiz gehst du entweder studieren oder du machst eine Lehre. Mhm. So Fresse halten, arbeiten, wie ihr das nennt. Wie der Kolja das nennt, genau. Und ja, ich habe meine Lehre auf der Versicherung gemacht, habe dann nebenbei noch die Berufsmatura gemacht und schlussendlich bei der Versicherung geblieben und habe dort den klassischen Weg gemacht, Außendienst, und dann habe ich noch die Finanzplanerprüfung abgelegt und deswegen weiß ich ein, zwei Sachen über das Schweizer Vorsorgesystem und auch das Krankenkassensystem, wie das bei uns so funktioniert. Sehr gut. Was ist denn so das Allerwichtigste? Was würdest du den Leuten auf alle Fälle mitgeben, wenn sie jetzt in die Schweiz ziehen als Deutsche? Was musst du auf alle Fälle schon mal im Vorfeld wissen? Ja. Oder gibt es vielleicht auch so ein paar Sachen, die du vielleicht auch schon vorher anleiern kannst, bevor du in die Schweiz ziehst, damit die Leute nicht auf einmal so komplett blank, oh, das wusste ich jetzt aber nicht und auf einmal gibt es Komplikationen. Okay. Das, was die meisten nicht wissen, ist ganz schlimm eigentlich, und zwar, wenn du in die Schweiz kommst und du dich anmeldest, hast du 3 Monate Zeit, dich bei der Krankenkasse oder bei einer Krankenkasse in der Schweiz anzumelden. Und zwar, weil die Krankenkasse eine der wenigen Versicherungen ist, die wirklich, wirklich obligatorisch ist. Mhm. Wie bei uns auch. Ist in Deutschland ja auch so. Genau. Und das Problem fängt hier an mit den 3 Monaten, die du Zeit hast, weil du musst die Krankenkasse auf den Tag genau seit dann bezahlen, wo du dich in der Schweiz anmeldest. Also auch wenn 3 Monate vergehen, musst du leider Gottes 3 Monatsprämien in den Krankenkassen sofort bezahlen. Also die werden dir nicht geschenkt, sondern du musst wirklich ab diesem Tag, also sagen wir, du ziehst am 19. August in die Schweiz, ab diesem Tag musst du bezahlen, auch wenn du dich erst 3 Monate später drum kümmern musst. Ja, okay. Und Krankenkassen in der Schweiz sind leider Gottes nicht ganz günstig. Deswegen macht es sofort nicht, dass ihr da den Mega-Schock habt und denkt, fuck, die Schweiz ist wirklich so teuer, wie alle immer gesagt haben. Genau. Ja, kann ich bestätigen. Ich wurde mal geblitzt in Zürich. Oh. Ja, oh, genau. Okay, das fängt so bei 40 Franken an und hört dann bei, Führerschein weg auf, aber das sehr teuer. Genau, ich hatte glaube ich auch irgendwas mit 40 Franken und es war nur 3 km/h zu schnell. Und das Witzige war dann, es stand drin, bezahl das jetzt oder ersatzweise 1 Tag Freiheitsstrafe. Ja. Und ich dachte erst, das wäre doch mal ganz witzig. Ja? Aber das würde auch mal ein gutes Video geben. Das würde wäre ein gutes Video, so hey, so eine Instagram-Story, ich bin jetzt hier gerade im Schweizer Knast in Zürich. Ja, mal gucken, was hier so geht. Einfach für den Leumund nicht so gut. Nicht ganz so gut. Okay. Führungszeugnis und so weiter und so fort. Okay, das ist schon mal wichtig. Kann ich zu jeder Krankenkasse hingehen? Wie viele gibt es bei euch? Circa? Ein paar hundert. Also ähnlich. Ich glaube, bei uns gibt es ein bisschen was über 100, meine ich. Ist das egal, zu welcher ich gehe? Oder gibt es da schon Unterschiede in Leistung, Beitrag? Auf was muss ich Also, die
obligatorische Grundversicherung, die ist bei allen genau gleich. Exakt genau gleich. Einen Unterschied gibt es, und zwar, wann bezahlen Sie die Rechnung? Es gibt zwei, drei Krankenkassen, die sagen, hey, wir bezahlen dir alles Ende Jahr. Mhm. Und das ist recht scheiße, je nachdem, wann du krank wirst. Also was für eine Krankheit du hast. Also ich habe dann persönlich einen Fall miterlebt, der war HIV positiv. Und das Problem, diese Medikamente sind extrem teuer. Und die haben gesagt, wir bezahlen das erst Ende Jahr, weil gemäß Vertrag, bla bla. Und der muss einen Kleinkredit aufnehmen, damit er überhaupt das ganze Jahr seine Medikamente bezahlen konnte. Okay. Und das nur, damit er so ein paar 10, 20, 30 Franken Prämie spart jeden Monat. Und das ist nicht so optimal. Okay, da gerade eine Frage. In Deutschland ist das gesetzliche Krankenversicherungssystem ja so, dass du da nichts vorstrecken musst, sondern die kriegst da gar keine Rechnung. Du kriegst das gar nicht mit, was das im Hintergrund kostet, ja. Außer du fragst das mal nach und lässt dir das zusenden von der Krankenkasse oder der Kassenärztlichen Vereinigung. Das kriegst du in Deutschland gar nicht mit. Das heißt, bei euch ist das wirklich so, du kriegst da eine Rechnung. Ja. Und die zahlst du erstmal selbst. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel. Je nachdem. Also ich war vor zwei Wochen das letzte Mal beim Arzt und dann haben gesagt, ja, Fabio, bitte Krankenkassenkarte. Die ist so wie eine Bankkarte. Ja, genau. Legst du die hin und dann schauen die, ich bin jetzt bei Sanagate persönlich. Ja, wir schicken dir die Rechnung, du musst die dann einreichen. Gibt es aber andere Krankenkassen, die erledigen alles sofort im Hintergrund, je nachdem. Das Problem ist, bei der Tarifierung der Krankenkasse haben wir zwei Sachen. Und zwar nennt sich das eine die Franchise und den Selbstbehalt. Franchise. Franchise, gutes Wort. Ich erkläre schnell, es gibt verschiedene Franchisen, das fängt an bei 300 Franken und hört auf bei 2500 Franken. Okay. Und je höher deine Franchise, desto weniger Krankenkassenprämien bezahlst du pro Monat. Mhm. Und das macht recht viel aus. Aber du musst zuerst deine ganze Franchise aufbrauchen, ja, bevor du überhaupt mal etwas von der Krankenkasse kriegst. Okay. Ja. Und zusätzlich zur Franchise haben wir noch den Selbstbehalt. Was ist jetzt der Unterschied? Weil das klingt jetzt halt genau nach Selbstbehalt, was du gerade beschrieben hast. Diese Franchise, wenn ich jetzt an die private Krankenversicherung in Deutschland denke, dann hast du jetzt genau das beschrieben, was ein Selbstbehalt ist. Was ist da der Unterschied? Ja. Sagen wir, ich selbst habe auch so 2500 Franken Franchise und ich muss wirklich diese 2500 Franken zuerst bezahlen, bevor mir die Krankenkasse etwas bezahlt. Und sobald das durch ist, dann tritt der Selbstbehalt rein. Sagt man das auf korrektes Deutsch? Nein, dann kommt der zum Tragen, genau, ja. Genau. Und dann ist es so, dass du ab dann immer 10% Selbstbehalt hast. Okay. Also okay. Ich habe dann eine Rechnung von 1000 Franken, 100 Franken bezahle ich selbst. Ist aber gedeckelt auf 700 Franken. Pro Jahr? Pro Jahr, genau. Das ist aber überall gleich? Das ist überall gleich. Okay. Ja. Das heißt eigentlich, deine maximalen Gesundheitskosten, die du selbst trägst, sind 3200 Franken, wenn du die höchste Franchise von 2500 hast, plus 700 Franken Selbstbehalt. Darf ich dich fragen, also sorry, nur dass wir die Leute vielleicht nochmal so ein Bild bekommen von den Beiträgen jetzt. Jetzt hast du gesagt, du hast eine relativ hohe Franchise. Genau. Und mit was für einem monatlichen Beitrag? Ja. Rechnet man da? Also ich bezahle jetzt als 31 Jahre alter Mann, Single, Nichtraucher, bezahle ich 230 Franken im Monat in Krankenkasse. Und das ist eher noch günstig. Ja, ja. Das kann Unterschiede geben bis zu 400 Franken. Und das ist jetzt nur Grundversicherung. Ja, genau, das ist Grundversicherung. Jetzt gerade da nochmal eine Frage. Hängt das von deinem Einkommen auch ab, was du da... Nee. Also das ist komplett einkommensunabhängig. Ja. Interessant, weil in Deutschland ist das vom Einkommen abhängig. Und jetzt kannst du ja zum Beispiel auch bei uns, wenn du in der gesetzlichen Krankenkasse drin bist und hast jetzt die gleichen Voraussetzungen, die du gerade beschrieben hast, Mann, Single, nicht verheiratet, 31 Jahre alt, verdienst vielleicht auch relativ gut, verdienst vielleicht über der Beitragsbemessungsgrenze, dann zahlst du da im Monat knapp 800 Euro. Ja, das, wenn du angestellt bist, dann 50-50 Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber dann bist du halt auch bei 400,
400 Euro oder ein bisschen mehr als 400 Euro in Pflegeversicherung noch mit dazu kommt, die du da zahlst. Und dann hast du auch nur die Grundversorgung. Ja. Also das ist schon mal ganz anders bei uns. Dein Arbeitgeber interessiert es überhaupt nicht, wie viel Prämie du bezahlst, bei wem du versichert bist. Das kümmert ihr euch wirklich selbst drum. 100% privat. Also musst du dich selbst drum kümmern, dein Arbeitgeber muss dich nicht anmelden oder sonst was. Genau. Das ist alles dein Job. Machst du alles selbst. Okay, genau. Okay. Und dafür braucht es Leute wie mich, die da unterstützen können. Mhm. Genau. Wenn wir noch bei der Tarifierung sind, die Schweiz hat 26 Kantone. Nennt man das so was wie Bundesländer. Bundesländer, genau. Ja. Okay. Und jeder Kanton hat noch einen eigenen Tarif. Also je nachdem, ob du in Zürich wohnst oder im Kanton Aargau oder im Kanton Zug, keine Ahnung, hat das Einfluss auf deine Grundversicherungsprämie. Und der Einfluss, also das kann gut auch über 100 Schweizer Franken sein, ist momentan so plus minus 95 Euro. Kann es mehr oder weniger sein. Heftig. Ja. Das ist ja, das ist interessant. Ja. Also das waren jetzt, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtige Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz und dass man sich vor allem da selbst drum kümmern muss. Da ist nichts mit Arbeitgeber zahlt die Hälfte oder Arbeitgeber meldet dich irgendwo an oder so. Genau. Okay, interessant. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Grundversorgung ausschaut. Mhm. Jetzt will ich vielleicht mehr. Ich will jetzt, weil nicht jeder sagt dann, ich will nur Grundversorgung, sondern ich will dann vielleicht auch mal ein bisschen bessere medizinische Versorgung, wenn es um die Zähne geht oder Zweibettzimmer, Chefarzt im Krankenhaus oder irgendwelche solchen Geschichten. Was kann man da dann machen? Oh. Könnt ihr alles haben. Also wirklich, die Grundversicherung ist basic und dann gibt es eine Rechtsschutzversicherung, die du einbauen kannst für dich privat, für Kirchrechtsschutz. Du kannst deine Zähne versichern, damit die Zahnspange bezahlt wird im Falle eines Falles. Du kannst halb privat haben, du kannst dich ganz privat versichern. Mhm. Und auch das ist bei euch, glaube ich, lohnabhängig. Ja, genau. Bei uns egal. Kann jeder. Kann jeder. Sie kostet einfach auch dementsprechend. Und da das Fiese ist eigentlich, dass du, wenn du jung bist, wie ich, ist sie noch eigentlich human, günstig. Und sobald du älter wirst, wird die dann aber wirklich auch immer teurer. Und die Grundversicherung, auch die passt sich jedes Jahr an. Deswegen haben wir so einen Mega-Wechsel in der Schweiz. Also immer so Ende November, am 30. November, musst du deine Grundversicherung kündigen. Musst du? Wenn du wechseln willst. Was sich aber leider Gottes wirklich auch lohnen kann, weil dann schlägt deine 30, 40 Franken auf, jeden Monat. Mhm. Und dann kannst du mit einem Wechsel kannst du das eigentlich umgehen. Okay. Führt aber dazu, dass wir durch den ganzen Wechsel halt auch so teure Krankenkassen überhaupt haben, weil es ein mega administrativer Aufwand ist. Mhm. Genau. Yes. Und zu den Zusatzversicherungen, die bleiben eigentlich vom Preis her immer gleich. Also wenn du jung anfängst, bezahlst du wenig. Und dann, wenn du aber älter bist und sie wirklich brauchst und dich erst anmeldest, wird es teurer. Klar, weil dein Alter natürlich damit reinspielt, dass er in Deutschland auch. Genau. Werden da, wenn du dich jetzt zum Beispiel komplett privat versicherst, sind das dann die gleichen Krankenversicherungen, Krankenkassen oder sind das wieder andere Unternehmen, wo du dich dann hinwendest? Nein, das sind die gleichen Krankenkassen. Okay. Aber wichtig, du kannst deine Grundversicherung bei der Krankenkasse XY haben und die Zusatzversicherung bei der Versicherung Z. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich kann es nicht empfehlen. Ich würde da anmerken, dass du dir überlegen musst, dass du selbst immer nachdenken musst, wem schicke ich jetzt welche Rechnung. Mhm. Weil ganz klar geregelt, das bezahlt die Grundversicherung. Mhm. Und das muss deine Privatversicherung bezahlen. Und jetzt, wenn du dir das antun willst, mach das. Ja. Wenn du sagst, nee, die sollen sich selbst drum kümmern, ist es besser, wenn du alles bei derselben hast. Klar, dann kann es aber sein, dass die Grundversicherung bei XY halt sehr günstig ist, aber die Privatversicherung bei der Z günstiger wäre als bei der XY. Und so hast du ein Problem. Okay. Alles klar. Das bedeutet, auch hier macht es Sinn, das natürlich zu vergleichen. Genau. Gibt es dann da auch nochmal krassere Leistungsunterschiede dann bei den Privaten? Ja. Ja? Wie gesagt, wir haben so ein paar hundert Krankenkassen in der Schweiz, deswegen kann ich dir nicht sagen, was wo mega versichert ist.
Hier würde ich wirklich den Fokus auf die Beratung legen, dass du sagst, hey, mir ist wichtig, dass meine Brille jedes Jahr die Gläser bezahlt werden, wenn ich eine neue kaufe. Mir ist das Fitness-Abo wichtig, dass da etwas daran bezahlt wird. Es gibt Krankenkassen, die bezahlen auch dein Kletterabo, wenn du bouldern gehst. Das machen andere wiederum nicht. Also da musst du wirklich deinem Krankenkassenmakler sagen, hey, das ist mir wichtig und der kann dir helfen, das passende Produkt auszusuchen. Man kann es aber auch sein, wenn du in die Schweiz ziehst, obwohl dein Arbeitgeber nichts damit zu tun hast, dass du halt durch deinen Arbeitgeber irgendwo Vergünstigungen hast in Form von Prozenten. Aber selbst wenn du noch irgendwo 25% durch deinen Arbeitgeber hast, heißt das nicht, dass du dadurch günstiger kommst. Also das heißt, es kann immer noch eine geben, die unabhängig von den Prozenten, die du vielleicht über den Arbeitgeber bekommst, trotzdem günstiger ist und vielleicht auch noch ähnlich oder besser Leistung. Und wie gesagt, du hast eigentlich 3 Monate Zeit in der Schweiz, um dich darum zu kümmern. Ja. Aber das kannst du eigentlich wirklich schon machen, wenn du noch in Deutschland wohnst. Ja. Einen Schweizer Versicherungsmakler beauftragen oder dich einfach mal im Internet einen Vergleich machen, was wo kostet. Kannst du da irgendwas empfehlen, so vergleichstechnisch? Oder? Also das bekannteste ist Comparis. Comparis? Comparis verdient aber Geld damit, indem das die Versicherung auflistet pro Klick. Deswegen möchte ich diese eigentlich nicht empfehlen. Verstehe. Und es gibt aber vom Bund, können wir unten noch verlinken. Mach mal. Der ist wirklich unabhängig und der rechnet das schnell durch. Da gibst du an deinen Jahrgang, wo du wohnst und ob du Familienhaushalt hast, also oder alleine bist, und der schlägt dir dann etwas vor. Cool. Findet ihr hier unten unter dem Video in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn das für euch relevant ist. Waren das jetzt mal so die wichtigsten Punkte oder haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das sollten die Leute auf alle Fälle noch wissen? Nein, das waren jetzt wirklich die aller wichtigsten Punkte, die es gibt. Fällt mir wirklich nichts mehr ein, was ihr wissen müsst. Also nochmal, 3 Monate Zeit, aber macht es sofort, weil dann habe ich 3 Rechnungen auf einmal und das kann teuer werden. Franchise ist wichtig, umso höher die Franchise, umso günstiger die Prämien. Das macht bis zu 70% vom Franchise-Unterschied macht die Prämie aus. Also du kannst bis zu, sag jetzt mal, 1200 Franken im Jahr. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Also kann man ja eigentlich hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt die Franchise erhöhe auf Beitrag X und dann gucke ich, was ich monatlich dann dafür weniger zahle, weil ich die erhöht habe, und dann kann man das ja eigentlich gegenrechnen. Also, wenn du die Franchise 500 Franken nimmst oder die Franchise 1500 Franken, dann hast du die Differenz, die 1000 Franken, 70% davon kannst du einsparen. Also du kannst aufs Jahr 700 Franken Krankenkassenprämien sparen. Okay, vor allem wahrscheinlich, kannst du das auch ändern während der Laufzeit? Nee, immer nur von Jahr zu Jahr. Von Jahr zu Jahr. Genau. Muss ich dann kündigen oder kann ich das jedes Jahr trotzdem ändern, ohne zu kündigen? Das kannst du ändern, ohne zu kündigen. Okay. Aber es ist halt so, wenn du plötzlich merkst, oh, ich habe was, ich muss mich operieren lassen oder weißt du, irgendwas oder eine Untersuchung machen, kannst du nicht sagen, okay, jetzt komme ich von 2500 runter auf 300. Das geht. Das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt jung, ich gehe selten zum Arzt, dann mache ich natürlich eine hohe Franchise, weil dann mein Monatsbeitrag geringer ist. Und dann sage ich aber, okay, jetzt bin ich ein bisschen älter, 30. Genau. Und sage, jetzt habe ich zwar jetzt noch nichts, aber könnte jetzt in den nächsten Jahren die Arztbesuche könnten sich helfen, könnte kommen, dann senke ich die Franchise und habe dann weniger Selbstbehalt, weil die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, dass ich öfters zum Arzt muss. Und dann lohnt sich's. Da muss man aufpassen, was lohnt sich. Dann rechnet sich's mehr, sagen wir es mal so. Richtig. Okay. Aber es gibt natürlich auch so eine gewisse Planbarkeit, wenn du sagst, okay, jetzt steht was an und es ist jetzt Oktober. Wenn ich in den nächsten 2 Monaten nicht gerade daran sterbe, kann ich es ja im Januar machen. Und dann kannst du im Voraus das Ganze umstellen. Okay. Was für Frauen vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr schwanger seid und der Arzt bestätigt hat, du bist schwanger, dann entfällt das Ganze komplett. Dann hast du keine Franchise und keinen Selbstbehalt für alles. Was man sagen kann, ist wegen der Schwangerschaft. Cool. Ist das weg. Das ist ja nice. Das ist eine ganz angenehme Geschichte. Super. Ich glaube, das waren jetzt schon mal viele Infos, die du hier rausgehauen hast, Fabio. Vielen Dank dafür.
Vielleicht sind aber noch Fragen offen geblieben. Für diese Fragen einfach hier unten einen Kommentar da lassen und lasst mir oder uns auch einen Kommentar da, wenn ihr sagt, das sind jetzt noch andere Themen, die interessieren euch jetzt vom Schweizer. Nicht nur Krankenversicherungssystem, sondern allgemein vielleicht Versicherungssystem. Vorsorgesystem, Steuern. Genau. Wo ist die Autoversicherung am besten? Ja, ja. Kann ich euch überall weiterhelfen? Einfach mal hier unten reinschreiben. Genau, weil wir haben gesagt, das ist interessant. Ich kriege ja auch immer wieder Nachrichten von Leuten aus der Schweiz oder von Deutschen, die in die Schweiz gehen. Und dann, Basti, kannst du da weiterhelfen? Ich so, kann ich leider halt noch nicht. Ja, aber jetzt kann ich dann mit Hilfe von Fabio. Das heißt, wir kriegen das dann immer ein bisschen breiter hin, dass dann auch für Schweiz, vielleicht irgendwann nach Österreich, wir dann hier zumindest Videos und Lösungen anbieten können. Deswegen bitte hier unten Themenvorschläge reinhauen. Das war nicht das letzte Video mit dem Fabio, vermute ich. Ja, nur wenn ich dann mal in die Schweiz komme, dann... gehen wir in meine Lieblingsstore. Dann gehen wir in deine Lieblingsstore, aber dann musst du aber zahlen. Genau. Mache ich auch heute. Ja, also musst du immer zahlen eigentlich, würde ich sagen. Ja, einfach weil ich Schweizer bin, oder? Ja, genau. Einfach nur deshalb. Ja. Okay. Super. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Nochmal an dich, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Lass dem Video noch einen Daumen hoch da. Abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr weiterhin dann kein Schweizer Versicherungswissen mehr verpassen wollt. Das wird, wie gesagt, jetzt ab und zu mal eingestreut. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus und macht's gut.